Hallo, ich bin der Cassie, ich bin der Koch in der Almhütte hier und heute zeige ich euch, wie man ein leckeres Hutessen zubereitet. Wichtig beim Hutessen ist natürlich das Fleisch. Das machen wir mit einer schönen würzig-fruchtigen Marinade. Für den Hut nehmen wir heute Schweinefleisch und Putenfleisch und wer es auch gerne ein bisschen ausgefallen mag, natürlich auch mit Kalbsfleisch oder Schweinefilet. Wir kalkulieren da pro Person ungefähr 180 Gramm. So, dann fangen wir mit der Marinade an. Wir nehmen reichlich Tomatenmark, so ein wenig Senf, das Ganze gießen wir mit ein bisschen Orangensaft auf, dass die Marinade einen fruchtigen Touch bekommt. So, das sollte eigentlich reichen. Dann kommt dazu noch klein geschnittener Knoblauch. Einfach schön klein geschnitten, damit sich das Aroma voll entfalten kann. Da wir die Marinade dann ungefähr 24 Stunden noch stehen lassen. Ein paar Lorbeerblätter noch mit dazu. Ein paar zerstoßene Wacholderbeeren. Zerstoßen auch nur deswegen, damit sich das Aroma besser entfalten kann. Dann haben wir noch Thymian, Rosmarin und damit die Marinade auch schön feurig, scharf und würzig ist, noch ordentlich Peperoni dazu. Das Ganze wird dann zu einer homogenen Paste verrührt. Das sieht schon mal ganz gut aus. Probieren wir es nochmal. Da kann noch ein bisschen Thymian ran. Und ein bisschen Knoblauch, kein Faulgeiz. So, das alles noch mal runterrühren. Ein paar Zwiebeln noch mit dazu. Und dann wäre die Marinade für unser Fleisch auch schon fertig. Und jetzt wird einfach das Fleisch in die Marinade. Das Putenfleisch hinterher. Und dann keine Angst vor dem Lebensmittel. Einfach das Fleisch ordentlich durchkneten, damit sich die Marinade überall hinfließen kann und das Fleisch von allen Seiten gut einzieht. So, das sieht soweit schon mal ganz gut aus und jetzt kommt das Fleisch in den Kühlschrank, damit sich die Aromen von den Gewürzen und der ganzen Marinade einfach in das Fleisch gut mit anbinden können. In 24 Stunden wird das Fleisch schon bei uns auf dem Hut gegrillt. Wer möchte, kann das Fleisch natürlich auch zu Hause auf dem Grill zubereiten. Ich zeige Ihnen nun, wie das Hutessen funktioniert. Wie vorhin schon erklärt, befindet sich in der Krempe von dem Hut eine Rindsuppe, die ist hausgekocht mit Gemüsejulienne. Sie nehmen sich jetzt die Fleischstücke und hängen sie an diese Zacken an diesem Grill. Das Fleisch wird jetzt gegrillt. Der Vorteil ist, Sie können sich die Stärke, wie Sie es gegrillt haben möchten, selber bestimmen. Das heißt, der Engländer oder Schotte würde es wahrscheinlich medium grillen, die Eskimos würden es roh essen, aber der normale Mitteleuropäer grillt sich das schon von beiden Seiten. Die Marinade läuft jetzt in diese Rindsuppe hinein. Auf ihrem Platz liegt ein Löffel und Sie können mit dem Löffel auch mal die kräftige Brühe kosten. Am Anfang dauert das mit dem Grill, so wie das mit dem Gartengrill ist, dass er ein bisschen heiß wird, aber dann geht es recht zügig. Zu dem Fleisch gibt es unsere selbstgemachten Soßen, dazu frische Salate und dazu wird natürlich ein Baguettebrot gereicht, entweder mit oder ohne Knoblauch. So, ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Nachkochen. Ich dekoriere mir jetzt meinen Teller und wünsche auch Ihnen einen guten Appetit. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de